Nee, da würde ich lieber durch den Schornstein machen und gucken, dass ich da schnell wegfliege mit meinem Lamborghini. Den ich nie habe. Den habe ich einfach nie. Alter, Pepper legt sich mit dem Weihnachtsmann an. Jetzt gibt's richtig eine. Ja, mit dem Weihnachtsmann muss ich auch nochmal sprechen hier. Der soll mir mal nochmal unterkommen. Ist bei mir jeden Tag, ne? 24/7. Der Weihnachtsmann muss nur noch ein paar Geschenke verteilen. Peppa bekommt eine Pepsi, Charles bekommt ein Kok. Ich habe mich schon gewundert, wieso mein letztes Dach kaputt war. Nach Weihnachten. Jetzt weiß ich, wieso? Sollte mein Dach mal stabiler bauen, ne? Weihnachtsmann wird auch langsam ein bisschen rundlicher, ne? Und jetzt unten Feuer anmachen. Warum machen Sie nur diese Schornsteine so eng? Der ist in der Schrosche sich nun nicht. Oh nein, der Weihnachtsmann hat seine Liste verloren, Lobo. Mann, mach Hölle! Haus kaputt. Warum sind diese Schornsteine. Es ist eigentlich, in der Haftpflicht. Ist da eigentlich auch so eine Weihnachtsmannversicherung mit drin? Kann ja sein, ne? Dass der hier erstmal dass die Kekse klaut, ne? Also wenn ich eh mal sehen würde, ne? Ich stelle ja immer vor Weihnachten, stelle ich immer Kekse hier hin. Weil es kann ja mal sein, dass ich Hunger habe in der Nacht. Da waren die letztes Mal weg. Da waren die letztes Mal weg. Und das Schlimmste ist, hier waren noch nicht mal Geschenke. Schuldenbriefe, ja. Aber soll ich denn damit anfangen? Ich will Geschenke haben. Und die Kekse waren weg. Bezahlt mir das jemand? Nein, ich muss die Kekse wieder kaufen. Ich muss die Kekse wieder kaufen. Also, Charles. Und ich hab's auf meine Freundin geschoben. Ja. Jemand hat mir ein Stück Kuchen und ein Kuckuck hingestellt. Wie köstlich. Was ist denn das? Ho, ho, ho. Charles, da ist der Weihnachtsmann. Mann. Ah, hallo. Der kann reden. Sind die Geschenke für Schorsch und mich? Nee, nein. Bestimmt nicht. Also, ist halt heutzutage schwierig, ne? Also hätte ich eine Tochter, ich würde ihr eine Autoreifen schenken. Ist schon mal ein Teil vom Auto. Ne, ich kenne die Magazine, wo man damals also so Modelle zusammenbauen konnte. Die gibt's glaube ich heute immer noch. Und alle zwei Wochen kam ein neues Stück raus. Habe ich übrigens nicht einmal geschafft, weil ich habe manchmal, ich wollte es mal machen, ich wollte, glaube Formel 1 Wagen war das, war in den, ne, vor dem Zweiten Weltkrieg war das noch. Dann wollte ich einen Formel 1 Wagen zusammenbauen. Das Problem ist halt, man muss ja halt alle zwei Wochen auch die Magazine holen, dass man die Teile hat. Ja, wenn man natürlich dann in der nächsten Woche das dann vergisst, fehlt ein Teil. Nee, ich würde meiner Tochter würde ich einen Reifen holen und dann immer was Neues, ein Reifen, dann noch vielleicht noch ein Reifen, also erstmal die ersten 4 Jahre ein Reifen. Und George, sein Sohn, der kann über Frau so froh sein, dass er atmen darf, ne? Den würde ich irgendwie, weiß ich, ein Jagdgewehr in die Hand geben und dann sagen, hier, hol mal Essen aus dem Penny. Weihnachtsmann? Nan? Woher weißt du, wem du was schenken sollst? Ich habe eine Liste. WhatsApp? Und die habe ich irgendwo verloren. Haha! Oh! Und ich habe einen Sack. You have been banned from the Mickey Mouse Club for inappropriate behavior. Für Luzi Locke, Lol, Klausi Kleff, Pfeff, Pedro. Das ist doch leicht. Pedro Lombardi. Luzi möchte einen Blumengarten. Klausi eine Tür. Pedro ein Pferd. Emily ein Stein. Zoe ein Grießbrei. Und Lisa eine Trompete. Dankeschön, Peppa. Das heißt, ich muss wieder durch diesen vermaledeiten Schornstein. Weihnachtsmann, warum gehst du denn nicht durch die Tür? Bruh.
Heiliger Baum. Der weiß noch nie, wie man Türen benutzt. Was für eine gute Idee. Auf Wiedersehen. Scheiße. Wiedersehen. Stellt euch mal vor, du gehst so durch die Tür als Weihnachtsmann verkleidet. Da kommen ja die nächsten Affen und wollen dann auch noch was von dir haben. Die wollen dann was von dir haben. Die eine will dann eine eigene Villa haben. Der andere will dann Minecraft, das neue Update haben. Nee, da würde ich lieber durch den Schornstein machen und gucken, dass ich da schnell wegfliege mit meinem Lamborghini. Den ich nie hab. Den hab ich einfach nie. Entschuldigung, ich werde da immer so emotional, Mann. Kennt ihr das, wenn man so Träume hat? Und man weiß, es werden immer nur Träume bleiben. Deshalb schlafe ich ja auch voll gerne, ne? Also ich hab manchmal so Träume. Ich hatte vor 2 Wochen was geträumt. Da war steinreich. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte da ohne Scheiß nicht mehr aufwachen. Nicht mehr. Frohe Weihnachten. Dann klingelt das Handy. Dann muss man auf einmal arbeiten und merkt halt, es war ein Unfall. Ja, nee, den Weihnachtsmann mag ich nicht. Also, ich hab schon über den Weihnachtsmann versucht. Ich hab, wo meine Freundin voll sauer ist, ich hab mal zum Spaß halt so gesagt hier, ne, zum Lucifer so gesagt, hier, pass auf, du kriegst meine Seele, aber guck, dass sich auf meinem Konto ein bisschen ein paar Zahlen sich ändern. Da ist heute noch nichts passiert, aber meine Seele hat er. Was nun? Noch nicht mal der hält sich dran. Ich kann ja solche zum Anwalt rennen und sagen, hier, pass auf, der Lucifer hat meine Seele, der hält sich an seinen Vertrag nicht, das ist Vertragsbruch. Scheiße jetzt, ne? Dann Weihnachtsmann, da hat man wenigstens bei denen irgendwie Hoffnung, von denen kommt auch nichts. Die einzige Hoffnung, die ich jetzt noch habe, ist Osterhase. Und wenn der mich auch hinters Licht führt, dann gibt's einen Braten. Dann gibt's wirklich einen Braten. Das könnt ihr mir glauben. Und dann fällt Ostern aus. Für immer. Bis irgendjemand sich wieder als Osterhase verkleidet. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da. Lasst eure Aufmerksamkeit da. Lasst getragene Unterhosen da. Lasst Kommentare da. Lasst vor allen Dingen Wortschein da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss.